2019 lag die Jugendarbeitslosigkeit in Europa bei 15%. Mit der Pandemie liegt sie jetzt bei fast 18%. Das heißt, dass 3,1 Millionen 15- bis 24-Jährige arbeitslos sind. Und 4,7 Millionen, wenn man die 15- bis 29-Jährigen mitzählt. Und das sind nur die, die aktiv nach Arbeit suchen. Zählt man all jene mit, die arbeitslos sind und sich nicht in Ausbildung befinden, bekannt als NEETs, sind es fast 10 Millionen Menschen. Um diese Kluft zu überbrücken, hat die EU in den vergangenen 7 Jahren 22 Milliarden Euro investiert, um junge Menschen durch Berufsausbildung und Lehrstellen in Arbeit zu bringen. Und sie wird in den nächsten 7 Jahren mindestens weitere 22 Milliarden investieren. Das Paket zur Förderung der Jugendbeschäftigung wird aus dem Europäischen Sozialfonds Plus und anderen EU-Fonds finanziert. Damit wird die Zusage aufrechterhalten, jungen Menschen, die sich bei der Jugendgarantie anmelden, innerhalb von 4 Monaten ein Stellen-, Bildungs-, Ausbildungs- oder Weiterbildungsangebot zu vermitteln.